Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt und ich bin heute hier, ihr seht es im Hintergrund, beim Anwaltszukunftskongress. Das war so der erste große Kongress, der sich um Legal Tech, Digitalisierung des Anwaltsmarktes und so weiter gekümmert hat. Hier sind ganz, ganz viele Anwälte, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sich fragen, wo kommen zukünftig eigentlich die Mandate her, wie läuft das, wie kann man eine Kanzlei digital organisieren und so weiter und so fort. Sind auch einige Aussteller da. Wir werden uns jetzt einfach mal so in den nächsten paar Stunden so ein bisschen unters Volk mischen und ihr kommt einfach mit. Ne? Bis später. Ihr wisst, wir sind hier auf dem Anwaltszukunftskongress und die ersten Vorträge sind jetzt vorbei, die ersten Workshops. Und es ist eigentlich ziemlich spannend zu sehen. Grundsätzlich kann man ja mal sich fragen, so ein Kongress, was bringt es eigentlich? Vor allem vielleicht, wenn man noch nie auf einem Kongress war. Der große Vorteil, den ich jetzt auch hier gesehen habe, ist einfach so eine Netzwerkveranstaltung. Man lernt extrem viele Leute kennen, die ähnliche Interessen haben. Also es sind hier in erster Linie Anwälte bzw. Juristen aus Unternehmensrechtsabteilungen. Und alle haben irgendwie so Wissen, dass sich was verändert im Zeitalter der Digitalisierung. Alle wissen, da kommt was auf uns zu. Es ist halt einfach so. Ich habe gerade unten auch nochmal mit einem Kollegen gesprochen, der auch ITler ist, also ein Informatiker, der auch Jurist ist. Also sozusagen die absolute Speerspitze der Legal Tech Bewegung. Diese Leute sind gesucht und gefragt in allen Unternehmen und in allen großen Kanzleien. Er sagt, ja, die Anwälte sind halt spät dran. Das ist einfach so. Dinge, die vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren in anderen, etwas technikaffineren Branchen schon längst gang und gäbe waren, die kommen jetzt langsam erst so in Richtung Recht, Anwaltsberatung, Digitalisierung von Unternehmensrechtsabteilungen. Also das ist sehr, sehr spannend. Insofern macht ein Kongress an sich total Sinn, weil man kann sich austauschen, man knüpft Kontakte, man kann sein Netzwerk erweitern. Und wie gesagt, alle haben dasselbe Interesse, alle wissen, da verändert sich was. Es hat halt unterschiedlichste Auswirkungen. In einem Vortrag hieß es, das ist jetzt so die zweite Stufe der Digitalisierung. Kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, weil so diese, vielleicht so die erste Runde der Digitalisierung, wo so die ersten Seiten wie anwalt.de oder frag einen Anwalt entstanden sind, die ist jetzt schon so ein bisschen, vielleicht war so der Beginn. Jetzt gibt es gerade extrem viele Legal Tech Startups, so heißt es im Fachjargon sozusagen, die sich mit allen möglichen Themen rund um Recht beschäftigen. Das kann sein Smart Contracts. Wie kriege ich irgendwie einen Vertrag aus dem Internet? Ganz viel KI, künstliche Intelligenz, oder AI, Artificial Intelligence. Was kann vielleicht ein Computer besser sogar und fehlerfreier als der Mensch? Vielleicht gibt es manche Dinge, dafür braucht man keinen Anwalt mehr. Ist auch so ein bisschen durchgeklungen. Ist vielleicht den Anwalt an sich, braucht man den gar nicht mehr, weil alles irgendwie eine Maschine macht. Da sind sich aber dann doch ziemlich schnell alle einig, nee, so weit ist es dann doch nicht. Aber man kann auch ganz viel digitalisieren im Kanzleialltag. Das ist vielleicht für Leute aus jüngeren Generationen völlig selbstverständlich, mit digitalen Helferlein, mit Apps und so weiter zu arbeiten. Aber da brauchen die Juristen halt einfach ein bisschen länger halt, weil sie halt auch jetzt vielleicht nicht so diese Tech-Affinität haben. Dann natürlich auch immer der Datenschutz überall mitschwingt. Kann ich einfach so vertrauensvoll über irgendeine App und mit irgendeinem Startup, mit Hilfe eines Startups, mit dem Mandanten kommunizieren und so weiter. Also sehr, sehr spannend. Und einer der Vorträge, gerade eben, Steffi Burkhardt, super spannend. Die ist, wie ich es verstanden habe, Ende 20 und hält viele Vorträge in großen Firmen zum Thema: Was sind denn eigentlich die Anforderungen von dem Nachwuchs, der kommt? Also Großkanzleien müssen sich jetzt auch Gedanken machen. So, was müssen wir denn eigentlich bieten, damit wir die guten jungen Leute irgendwie zu uns holen? Und nicht nur in Bezug auf Work-Life-Balance und solche Sachen, sondern auch in Bezug auf Fragen, wann, wo will ich wie arbeiten? Es ist nicht mehr so, dass jeder einfach 8 Stunden oder gut, Großkanzlei eher 16 Stunden im Büro arbeiten will, sondern natürlich gibt es immer mehr so diesen Wunsch, auch flexibel zu arbeiten, von unterwegs zu arbeiten, sich einzulocken. Und dafür die Voraussetzungen zu schaffen, also auch die technischen Voraussetzungen, sind natürlich die Voraussetzungen in den Köpfen der Kanzleipartner und der Kanzleiinhaber zu sagen, funktioniert das überhaupt anders, als es bisher funktioniert hat? Und dann auch die Frage, wie kann es so funktionieren, dass es auch sicher ist, dass man
dass man diese ganzen berufsständischen Vorschriften einhält. Also darum ging es ganz, ganz viel. Und ja, klar, es tauchen immer wieder große Namen auf, wie Flightright, wie Menigelite, also Legal Tech Startups. Aber das ist im Prinzip nicht das, was der Einzelanwalt oder Kanzleien irgendwie sich für sich so verwenden können, sondern das sind vielleicht eher kleine Nischen, die einzelne Rechtsprodukte für sich anbieten, die andere so normale Anwälte in Anführungszeichen jetzt nicht mehr machen können, weil es dann einfach Legal Tech Firmen gibt, die das besser, schneller, günstiger machen können. Aber das ist nicht, dass es allein Legal Tech, sondern eben, wie kann ich meinen Alltag gestalten? Wie kann ich vielleicht auch anders mit Mandanten kommunizieren? Wie kann ich vielleicht per App oder per Videotelefonie mit Mandanten kommunizieren? Das ist in den allermeisten Kanzleien heutzutage völlig undenkbar. Warum sollte der Mandant nicht zu mir kommen? Das ist auch in den Köpfen von vielen Kollegen ist das einfach ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Und das sind so diese Fragen, die so um diesen Kongress sich immer wieder auftauchen. Und klar, so eine richtige Antwort hat keiner. Die Steffi Burkhardt hat in ihrem Vortrag auch gesagt, wer hätte gedacht, dass vor 10 Jahren Airbnb, also diese Zimmervermittlung, eine höhere Marktkapitalisierung am Aktienmarkt erreichen könnte im Vergleich zu Hilton. Sie hat gefragt, wer hätte als Partner einer Anwaltskanzlei vor 10 Jahren, welchen Mandanten hätten Sie lieber gehabt? Lieber Hilton mit irgendwie, ich glaube, 1 Million Betten und 1000 Hotels, top im 5-Sterne-, 4- und 5-Sterne-Segment oder Airbnb, irgendwie eine kleine Butze, ein Startup, 2 Gründer, die irgendwie Zimmer vermitteln. Und 10 Jahre später ist halt die Situation, Hilton hat halt eine Marktkapitalisierung, ich glaube, es waren irgendwie 30 Milliarden und Airbnb hat eine Marktkapitalisierung von 35 Milliarden, obwohl die nicht ein einziges Hotelzimmer selber haben, sondern einfach nur vermitteln. Und das zeigt so ein bisschen, was für eine Fantasie auch in diesem ganzen Legal-Tech-Markt letztlich drinsteckt. Und es ist sehr spannend. Es gibt jetzt noch gleich so ein Networking, da geht es weiter mit Netzwerken, da werde ich auch noch ein bisschen einen kleinen Auftritt noch machen. Und also wenn ihr mehr zu Legal Tech sehen, hören, erfahren wollt, dann kommentiert doch drunter, was ihr dazu denkt. Also vielleicht die wichtigste Botschaft und auch die wichtigste Erkenntnis ist, der Anwalt wird nicht überflüssig. Also es wird jetzt nicht so sein, dass Maschinen auf absehbare Zeit irgendwie den Anwalt überflüssig machen. Aber, und das ist für die älteren Juristen vielleicht schwieriger zu verstehen als die jungen, man muss schon ein bisschen umdenken und vielleicht manche Dinge anders angehen, im Kopf umdenken, sein Mindset so ein bisschen verändern und sagen, okay, Legal Tech heißt halt auch, dass man einfach bestimmte Prozesse komplett anders definiert, als das bisher der Fall war. Unser größter Star, wir wollen ihn wieder analog kommunizieren. So viel vom Anwalts-Zukunftskongress hier in Düsseldorf. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Wenn ihr in die Richtung noch ein bisschen mehr sehen wollt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr sagt, nö, interessiert mich alles nicht, sondern ich möchte nur wissen, wie ich meine nächste Klausur bestehe oder wie ich meine Station im Referendariat auswählen soll, dann kommentiert mir das auch gerne drunter, ist auch okay. In diesem Sinne, ich freue mich, wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, euer Dominik.